Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Quarry. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Wer hört denn seine Mailbox? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Ja. Ja, also sind wir dann doch zu Hackett's Quarry gefahren, obwohl wir das nicht machen sollen. Naja, dann ist das halt so, ne? Was gibt's denn Schönes? Ja, ich weiß, ich hätte mal an der Tür gucken gehen können, aber ich werde mal gucken, was gibt's denn hier so Schönes? Steckt sich hier irgendwas? Wir haben ja schon im Wald so eine Karte gefunden, wo diese gruselige, ich sag jetzt mal, demente Oma nach Silas gesucht hat. Den, ja. Dann haben wir da so einen Käfig gefunden gehabt mit, von einem Wolfsjung. Weiß nicht, ob das der Silas war. Sagen, ist hier Mucke oder ist das das Auto? Ist vom Auto die Mucke? Oder ist hier doch einer drin? Oh. Okay. Hallo? Ich bin ein freundlicher Einbrecher. Können Sie mich vielleicht reinlassen? Ich habe eine rosa Mütze auf und einen Pferdeschwanz. Und lange Haare habe ich auch. Ich bin ganz freundlich. Soll ich mal runtergehen? Ach komm, ich mach erstmal um die Tür. Was war denn das da unten? Ein Keller? Ist irgendwer daheim? Du musst dreimal machen. Knock, knock, Penny. Knock, knock, Penny. Knock, knock, Penny. Hätte vielleicht doch mal telefonieren müssen richtig mit ihm. Und wenn er nicht rangeht, ganz ehrlich, wer von euch hat denn seine Mailbox eingerichtet? Ich stell die immer gleich ab. Hör mir doch nicht meine Mailbox an. Wenn's wichtig ist, kann man nochmal anrufen oder weiß ich nicht. Firepit, Treehouse, oh, es gibt sogar ein Baumhaus, Bootshaus, Parkplatz. Was? Was dich nicht tötet, macht dich stärker? Dich nicht umbringt, oder macht so. Dich nur stärker. Ja, ist doch fast dasselbe. Mein Englisch ist jetzt nicht gerade das Beste, aber der Sinn dahinter war schon richtig. Ja, aber ich find's, sieht gut aus, ne? Haben sie recht hübsch hingezaubert. Hallo? Ich dachte gerade, das ist eine Garage oder sowas. Aber dafür ist die Tür ein bisschen klein. Ist hier noch irgendwas im Schatten? Ist sie, geht in ein Feriencamp? Aber keiner von euch hat eine richtige Taschenlampe dabei. Warum muss man das Handy nehmen? Oh, wer ist denn da? Der, die das nackig? Ein bisschen grau aus. Gleich zurück, ich hole kurz Hilfe. So, sah ein bisschen nackig grau aus, wa? Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass
erstmal sehen. Wurde es nur eingebildet? Nö. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Gib mir 2 Maulschlüssel. Schraubenschlüssel? Ist das nicht Maulschlüssel und Hammer? Wenn du noch einen 2. Maulschlüssel hast, dann können wir das Schloss aufsprengen. Ich hab jetzt nicht geguckt, war das ein Schloss? War das eine Kette? Ach komm, wir probieren es mal mit dem Schraubenschlüssel. / Maulschlüssel. Sicher? Was ist denn Rohrzange? Oder was ist das? Zuversichtlich. Ja, das war online. Ach so. Wir signieren. Hammer Time. Nein, wir sind zuversichtlich. Wir kriegen das hin. Wir sind eine starke... Das war online. Starke Frau sind wir. Wir haben Power. Wir schaffen das. Ja, genau. Mann. Bäm, Junge, ich sag's doch. Soll ich helfen? Ja. Aber das wusste ich auch bloß, weil ich das schon mal bei meiner Werkzeugkiste selber machen musste, weil ich einen Schlüssel zerlegt habe. Oder abgebrochen ist. Du kennst Evil Dead, oder? Ja. Geht nicht gut aus. Hallo? Hallo? Was tickt denn hier? Sind Sie hier? Existieren Sie? Hey, pass bloß auf. Ach so. Schick deine Freundin wieder vor. So gemeinsam gehen ist nicht so, ne? Oh. Ian. Ian oder IN. Erstmal gucken. War da gerade ein Ich hab's jetzt nicht gesehen, war da ein Spiegelbild. Da liegt das auf jeden Fall das Band. Will ich da jetzt hingehen oder gehe ich erstmal? Ich gehe mal hier gucken. Muss ja nicht immer gleich da hingehen, wo man hingetriggert wird hier. Hallo? Mister? Oder Madam? Sie mag es nicht, Madam genannt zu werden. Madam, sind Sie da? Sir? Hinweis. Blutiges Halsband. Drücke LB zum Ansehen. Habe ich gemacht, macht er nicht. Wow. Oh mein Gott. Max? Bautzi? War das ein Hund? Moment, ist da unten ein Hund drin? Ich werde ihn Fridolin nennen. Fridolin? Hallo, Fridolin? Ja, wo ist er denn? Du brauchst doch keine Angst haben. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Ah! Max? Gott. Max! Fridolin ist nicht ganz so friedlich, Max! Wie ich gedacht habe. Ich blute. Nee, gar nicht wahr. Ich meine, so ist nur ein Kratzer. Komm raus da, Luke zu. Ich lass den doch nicht zurück, sag mal, seid ihr doof? Das ist mein Lebensabschnittsgefährte, der wird mitgenommen. Weiter, komm, zieh. Ja, Max, komm, Beine mit benutzen, super, hilf mir doch ein bisschen. Na los.
Oh oh. Alter, du? Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Ich hab ja gesagt, wir fahren dahin. Die wollten nicht. Fängt schon geil an hier. Oh, wo sind wir denn jetzt? Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich hoffe auch. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Aber nicht. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Okay. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Okay. The Fool. Diese Karte hast du gefunden. Ja. Der Narr. Ja, ich ja. frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Okay. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Ja. Ich bin ja bei so einem Spiel immer gern recht risikobereit, aber das geht dann ja dann meistens schief. So ein bisschen jedenfalls, ne? Ihr wisst. ja. Zeig mir, was du hast. Zeig mir alles. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Ja, okay. Gucke. Gucke, wie ich noch nie geguckt habe. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken. Die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Jawohl, Frau Feldmarschall. Ich könnte ein bisschen mehr Sonne vertragen, die sieht ein bisschen grau aus. Ein paar Vitamine vielleicht, lass mal deine Morphiumpflaster weg und dann, ne? Oh.
dann. Ich und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Sie kommen drüber weg. Wer weiß. Nicht. Wir sind doch kein Zyniker, komm. Hm? Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung. Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Das soll schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Eden. Gib mir mehr Infos, komm. Lass tu es. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... viel. So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Haha. Der ist mir sympathisch, gerade so von seiner Art und Weise. Der ist so ein bisschen... der wirkt so ein bisschen dummlich. Oh, das sieht nice aus, oder? Was sagt ihr? Richtig nice aus. Wer bist denn du eigentlich? Du erinnerst mich ein bisschen gerade rein optisch an die Ashley von Until Dawn. Wie ist die Ashley? Ja, ich glaube schon. Jake, Gepäck, ah, vorwärts. Er ist ein Jake, gut. Ja, Mann. Warum kommst du nicht gleich mitschleppen? Oh, guck mal, da hinten sitzt einer. Warum soll ich denn jetzt eigentlich das Gepäck holen und du sitzt da hinten in der Ecke und chillst? Aber hier war... ach, mein Gott, ich wollte gerade sagen, wir waren doch hier, ne? Komm gleich zu dir, ich will mal gucken, ob die Luke noch offen ist. Mach mal hier auf den Bunker. Komm schon, sei nicht so... gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht gibt's hier eine Spur hier... weil der hat ja hier rumgeballert. Gibt's hier keine Hülsen oder sowas, die vielleicht hier noch irgendwo rumliegen? Nö. Na gut, dann... was chillst denn du hier eigentlich, Bro? In der Lokalzeitung, der Northkill-Gesetz stand, dass hey, was hörst du da? Interessant. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Du bist anscheinend nicht der Gesprächigste. Sind wir zwar schon mit denen in der Vorgeschichte da rumgelaufen mit den beiden? Im kleinen Pärchen mit Blondie und ihrer rosa Käppchen. Ach ja, warte mal, das war die Karte, die wir uns die Nacht schon angeguckt haben. Ah ja. Ja, ja, stimmt. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Genau, richtig. Bin ich in Stimmung. Warum nicht? Gott sei Dank, die Stimmung hier, jedenfalls die Lichtstimmung ist nice. Dann gehen wir mal das Gepäck mal holen. So ein Scheiß. Penny? Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm ist schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, rein. Hey! Cool, danke. Ich fand's witzig. Und nu? Klopf nochmal. Penny. Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Die Tür war fest verschlossen. Er kennt den Spruch und von welchem Spiel ist er? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Können wir hier nicht rübersteigen? Hier geht's nur noch weiter. Oder nicht? Schneller laufen kannst du nicht. Ah, was ist hier? Moment. Ach, Hackett's Quarry Summer Camp seit 1953. Ah, jetzt ging's mit draufdrücken. Campschild.
Das Hackett's Quarry Zora Kempte wurde 1953 eröffnet und wird nach fast 70 Jahren immer noch gern besucht. Jetzt hatten wir noch Blutiges Halsband, Prolog, Lodge, Sturmkeller. Ach, das ist ein Sturmkeller, okay. Dieses blutige Halsband ist zu groß für einen Hund. Und wer würde seinen Hund schon ihr nennen? Na, warum nicht? Ich würde meinen Hund auch Frühstück nennen. Oder geh weg, komm her. Ja, warum sind da noch Fragezeichen? Ist da noch was offen dafür? Okay. Vielleicht ergibt sich das noch. Gibt es denn hier kein offenes Fenster oder sowas, wo wir hier vielleicht... Nee, war. Halt, Moment. Ich will bloß mal kurz gucken. Was sehe ich da? Okay, Bücher. Oh, über die Stühle kannst du auch nicht drüber, wa? Ah! Eingang gefunden. Oh, Held! Total bist du. Gerade sagen, du siehst so sportlich aus und das war anstrengend für dich jetzt, darüber zu klettern? Ich hab schon wieder vergessen, wie du heißt. Mike? Nee. Horror. Ich hasse Horror. Ich find Horror geil. Bloß ein Horrorspiel scheiße ich mir ein. Horrorfilme gucke ich gerne. Horrorfilme, Zombiefilme. Alles. Bloß bei Horrorfilmen weiß ich immer schon, was passiert, auch wenn ich die noch nie gesehen habe. Immer irgendwie nach demselben Prinzip. Dann wisst ihr schon mal, oh, aufpassen um die Ecke, da kommt gleich jemand, pass doch auf. Und dann, ah, oh, wie unerwartet. Wird den eigentlich ganze Zeit von so nah oder kann ich den auch noch ein Mühchen wegmachen? Oh, was ist denn da? Oh, ist denn, oh, guck mal, eine Karte. Mäßigkeit, die Mäßigkeit, das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen, Mäßigkeit, du hast die Wahl, aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in der Zukunft oder in deiner Zukunft. Also wir sollen nicht zu viel wollen, es soll ausgewogen sein, okay? Ach, das ist bestimmt auch sowas, da werde ich bestimmt wieder 3 Milliarden 800 Karten übersehen, da. Hinweise. Getropften Wasserhahn, das sollte am besten repariert werden, bevor die erst nächstes Jahr wiederkommen. Oh. Ist da. Mann, was für eine Todesfalle. Ach, kommst du da von drin nicht raus, oder was? Okay. Wie sonst noch irgendwas? Nö. So, oh, was liegt denn da? Ach, eine Grillzange. Ich dachte jetzt irgendwas weltbewegend Tolles. Das war hier vielleicht ja. Ich dachte, es war der Schraubenschlüssel beziehungsweise der Maulschlüssel, mit dem wir aufgemacht. So, das nehmen wir uns gleich. Ich will mich hier erstmal umgucken, weil wer weiß, was wir hier sonst übersehen. Sonst hätte ich zum Beispiel jetzt auch die Karte in der Küche nicht gefunden, wäre ich jetzt nicht gucken gegangen. Ach, hier von hier wäre gekommen. Das ist die Bücherei. Was liegt denn hier für ein Zettel? Können wir nicht nehmen. So. Ja, aber ist schön. Also hier können die ordentlich ein paar Kinder... Ich denke mal auch, so ein Sommercamp ist auch gar nicht so schlecht, ey. Die da schön mit anderen abchillen, dann lernen die noch ein bisschen was, sind ausgelastet, haben Spaß. Du Sack, wolltest mich nicht reinlassen, wa? Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Ja, doch schon. Ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! Biester.
Was für Biester? Fridolin der Hund oder was? Bist du's, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Ach, Jacob heißt er. Jacob. Nochmal, komm. Gehen auf den Sack. Dylan. Knock, knock, Dylan. Er wird ihm auch richtig auf den Sack gehen? Mach doch mal auf. In der Sack. Ja, dann gehen wir mal die Klamotten nehmen und gehen jetzt auch mal raus mit dem. Oh, was blinkt denn da? Da ist was. Bisschen renovierungsbedürftig. Bisschen, ja. Was cool mit dem Kamin, finde ich. Wow. Scheiße. Ist da ein Eichhörnchen drin oder ein Vogel? Nee, ich dachte, da geht noch was. Ist auf der anderen Seite noch irgendwas? Nö. Ah, es ist doch geil, wenn ihr denn hier so sitzt, abends, schön das Feuer in der Mitte. Geil. Ja, komm, dann lass uns den Klamotten rausbringen. Echt jetzt wegen zwei Koffern fragst, ob sie dir helfen beim Gepäck? Oder wegen zwei Taschen? Jacob, du hast genug Power, kannst du auch in einer Hand nehmen, ey. Okay, hab's Gepäck. Endlich, und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Was ist denn passiert? Ist mit dir? Halte ich da raus. Nee, was ist denn mit dir? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Ist voll der Reimer, oder? Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Erwischt. Ich wusste es. Wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Ja. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja. Es geht okay. Grad um dich, nicht um mich. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so, was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so, Jacob. Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Ich mag den Jungen. Ich mag den. Der Computer sagt nein. Das ist genau mein Humor. Ich bin tapfer. Es ist nur ein Flirt. Ich geb mich geschlagen. Vielleicht steht sie... Stehe ich drauf. Ja... Du brauchst bestimmt so eine, die dir Ansagen gibt, wa? Ich weiß nicht, steht da drauf? Ja, eigentlich ist es nur ein Flirt, oder? Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Du hast den Hund vergessen. Shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Na, gibt Schlimmeres. Ja. Ich mag euren Humor. Diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey,
Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul! okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Ja, Leute, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge von The Quarry. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.